Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Darts. Ja, manchmal kommt es erstens anders und zweitens als man denkt. Ich wollte das Video eigentlich selber schneiden. Ich wollte jetzt eigentlich schon längst wieder in Berlin sein. Wir haben den Abend des 30.12., aber ihr habt es alle mitbekommen, alles ist anders gekommen. Das Ganze wollte ich eigentlich mit Voice-Over machen, etc., etc. Jetzt schicke ich es meinem Cutter, weil ich schaff's ohne ihn. Ich habe keinen Computer hier. Ich bin komplett spontan, dass ich noch hier bleibe, weil Gabriel Clemens im Viertelfinale ist. Das bedeutet, ihr bekommt heute einen Vlog mit einem Spiel von Martin Schindler, mit einem Spiel von Gabriel Clemens. Es ist absolut der absolute Oberhammer geworden, Leute. Also, was wir hier im Alley Pally und in London erlebt haben, das ist der absolute Knaller. Ganz viel Spaß dabei. Lasst mir super gerne eine Bewertung da und jetzt einfach nur, es kann sein, dass manche Sachen ein bisschen random kommen, dann ist es halt so, aber ganz viel Spaß dabei. Let's go. Janni ist jetzt auch da. Heute bist du schon aufgeregt? Nee, ich werde auch, glaube ich, nicht so aufgeregt sein, bis er gewinnt. Also er gewinnt auch? Ich hoffe es. So, beim ersten Spiel war ja die Thematik mit den Koffern, kam ja nicht an. Diesmal war es bestimmt besser, oder? Ja, besser, weil wir haben nur noch 8 Stunden danach auf die Koffer gewartet. Ich musste wieder zum Flughafen fahren. Perfekt. Eine Wüste voller Koffer. Ja. Und danach haben die uns mitgenommen, 4 Leute, 3 Flüge. Ja. Eingecheckt, also damit man die Koffer abholen konnte. LH922 war natürlich mit dabei. Ja, natürlich. Aber der ganze Raum war voller Koffer, wahrscheinlich über 10.000 Koffer. Perfekt. Waren über 500 Flüge. Also sagst du, die Engländer sind wieder überfordert gewesen, so ein bisschen. Ja, und jetzt gehen wir gleich noch eine Runde, wir wollen unbedingt eine Runde Dart spielen gehen, aber einmal im Pub muss man einmal erlebt haben und dann geht's so in... Wenn du eine 180er wirfst, kriegst du dann Schnaps. Meinst du? Meinst du, die haben gute Kneipen Darts in England? Ja, die Boards sind nur 13 Jahre alt. Ja, das ist okay. Ja, und dann gehen wir noch ein bisschen... Ein Dart spielen, aber nicht um Geld, hat Gaga schon gesagt eben, weil die sind alle ganz gut hier. Mal schauen. So Leute, wir sind in einem Pub. Da hinten sind schon die Dartscheiben und unser erstes englisches Pub hier. Cheers, mate. Cheers. Ja. Leute, wir sind im Paradies. Aber wir dachten, alle sind hier gut, aber sind absolut gar nicht gut. Leute, ich schwöre euch, wir sind gerade im Paradies. Wir spielen hier irgendein Kneipenspiel, über so einen Monitor laufen. Alle Leute hier denken, wir sind Pros, weil wir einfach mal ein Triple treffen. Wahnsinn. So, wir sind im nächsten Pub und natürlich läuft Darts. Na klar. So, hier ist die Lisa, die bringt uns freundlicherweise hoch. Ja! Freu mich! Jubel! Jubel! Du glaubst nicht, wie du dich gleich freust, deswegen filme ich das jetzt, weil bei mir ist es genauso. Ich bin wieder da, nach 4 Jahren. Da ist er wieder. We'll be right back.
So, wir sind jetzt im besten Bereich des Ellipellis mit dem Gabriel Clemens. Nochmal, Gaga, ich bin sehr stolz auf dich und ich hoffe, du ziehst auch richtig durch bei der WM. Ja, ich hoffe es auch. Also ich glaube, ich habe bis jetzt gut gespielt. Ich hoffe, dass ich das wieder mache und ich gucke auf mich, schaue, dass ich meine Hauptsache gesund sage ich immer. Das ja, sowieso. Genau. Alles klar. Ey, ich habe sogar Kevin getroffen. Ja. Ey, wie krank war das Spiel von Gerben? Alter, so heftig. Mensur's beste Leistung seit Jahren und trotzdem nicht belohnt worden, leider. Unglaublich. Also, was wir hier gerade erlebt haben, Leute. Van Gerven traut Menzo nicht zu und er checkt 161. Unfassbar. Was für ein Arroganzanfall von Michael Van Gerven. Das hätte bestraft werden können. Ja, unglaublich. Jetzt schon heiser, Marc geführt. So geil! Und er war alleine im Fernsehen. Ah! Auf dem World Wide Feed, er war alleine zu sehen. Und Marc ist wieder da, Jeffrey. Ja, musst du auch! Musst du auch! Wir sind fertig. Komm, 25, komm! Komm und mach dich einfach! 12 Uhr voll. Wir kommen in 13. Leute, wir gehen ja jetzt noch spontan morgen zu Gagas Spiel, also bleiben wir noch eine Nacht hier. Und das Interessante ist jetzt, wir sind in so einem Pub und es hat vor lange gedauert, bis hier sie bedient werden. Aber wir haben uns dann on the beach bestellt und ein on the beach kostet 8 Pfund. Deswegen, wir haben einen Pitcher genommen für 19 Pfund. Das Problem ist aber, anscheinend ist heute eine Aktion, dass der zweite Pitcher kostenlos ist. Das heißt, wir haben jetzt Folgendes bekommen. Yes, give it a ich hab einfach, Leute, wir haben jetzt einfach so 6 Liter von The Beach bekommen. Ja, Leute, was soll man sagen? Das Ding ist, es ist irgendwie deutlich weniger dann doch gewesen durch das ganze Eis und so. Aber es war schon echt nicht wenig. Der hat einfach fast 1,5 getrunken. Na klar. Das sind die letzten Gläser hier. Und dann geht's auch ins Hotel. Und ja. So Leute, wir sind dann tatsächlich mal wieder am Ellipelli, heute bei Gagas Spiel. Deswegen kommt der Vlog ein bisschen später, dafür aber nochmal Ellipelli. Ja, es ist jetzt 10.30 Uhr, oder? Viertel vor elf so? 5 vor 11. 5 vor 11 sogar schon. Ja, sind schon einige Spieler auch da, also ich glaube alle eigentlich aus der Session. Ich habe es nur noch nicht Dingens gesehen, Kallen, aber der spielt bestimmt. Ja, schauen wir doch mal, wie es heute läuft. Danke nochmal an Gabriel, dass er uns auf seine Liste geschrieben hat für heute, sehr, sehr cool. Gegen Alan Suter, bin ich mal gespannt. Gucken, ob wir heute wieder, ob wir es wieder ins Fernsehen schaffen. Und bis später, Leute. Überlegen, ob ich bleiben soll oder nicht. Ey, ich bin gerade. Mein Kopf ist am mein Kopf ist am explodieren, Leute. Ich weiß nicht, ey. Guck mal, da ist ein Papagei. Der Papagei! Wir haben's. Ich habe mir wirklich alles rausgeschrien. Gaga, du hast es geschafft, Viertelfinale. Ich bin so stolz auf dich. Und du bringst mich in eine Bredouille. Ich weiß nicht, ob ich jetzt bleiben soll oder nicht. Das ist wirklich schwierig. Fühlst du dich gut? Ja, ich fühle mich super.
Okay, perfekt. Okay, Leute, das waren jetzt die letzten Worte von Gabriel. Also mehr muss man auch nicht sagen. Er hat das Ding geholt und ich bleibe jetzt, wie gesagt, noch ein paar Tage hier. Ja, wenn ich noch einen Vlog machen soll, dann lasst mich gerne in den Kommentaren wissen und schreibt mir gerne eine Bewertung oder einen Daumen hoch oder whatever. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao.